Feuerio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde vom Landwirtschaftssimulator mit Miri und Katze. Ich bin Balui und Feuerio. Freue mich, dass die anderen mit dabei sind. Ja, da muss ich ja drüber freuen, ne? Weniger. Herzlich willkommen, freut mich sehr, dass ich dabei bin. Ne? Hallo. Ja, Gesundheit. Ja, mich auch. Ja. Danke, dass du mich in die Folge eingeladen ja, hast. Ja, ja, immer ich finde das gerne, sehr zuvorkommend. Ihr wisst doch, ach, ist das super. Schön, dass ihr mit dabei das seid. Das ist Folge 113, was sagt ihr dazu? Pff, 13 ist eine schlechte Zahl, ne? Findest okay. du? Ab 13 darfst du Zeitung austragen. Ach so, na gut. Dann ist also das ist nicht immer eine schlechte Zahl. Ja, hast recht. Ja. Dann tut es mir leid, wenn Euro die Zahl 13. Sind, 13 Euro sind besser als 12 Euro. Ja. Ah, wobei, da könnte ein Fluch drauf liegen. Das ist wieder gefährlich, ne? Auf 13 Euro könnte ein Fluch liegen. Ja. Dann machen wir 12,99, ne? Also, wenn ihr 13 Euro habt, gebt mir davon einen Teil, dann ist es nicht mehr verflucht. Lüge! Wie Lüge? Nein! Ich habe das aber auch mal gehört, Leute. Also schaut auf jeden Fall mal bei Blauli und bei Miri im Stream vorbei. Ne? Über Aberglaube haben wir uns schon mal unterhalten, ne? Also über ja. Aberglaube ich ja. Über Sterne und so. Aber das Problem war, Sterne. Ich hatte ein Thema, was ähnlich ist wie dem vom Katze gestern. Echt? Könnt ihr aber auch gerne mal vorbeigucken. Ja, ich wollte eigentlich mal auch über Tiere reden, aber in einem anderen Verhältnis. Und zwar über Musik. Zoohaltung. Musik. Über Zoohaltung und wie sinnvoll sind Zoos okay. und so. Vor 5 Minuten, also bevor unsere Aufnahme, saß ich mit Flocke und Maro im TS und ich habe mit ihnen über Zoos geredet und über meine Meinung dazu. Faszinierend, was du für sehr Themen schön. Auskramst. Ernsthaft? Ja, ohne Witz jetzt. Weil wir darüber geredet haben. Die Frage, die da aufkam, war, wenn es einen Jurassic Park wirklich geben würde und die Möglichkeit wirklich geben würde, was wir davon halten würden. Und da sind wir dann auf Zoos gekommen. Faszinierend. Wirklich faszinierend. Witzig. Aber, also, die, ist halt immer die Frage, also ich besuche ja Zoos recht gerne so. Das tun wahrscheinlich viele Leute. Man kann coole Fotos machen. Man kann Tiere sehen, die man sonst niemals im Leben sehen würde. Und, ja, hast keine du, Ahnung. Ganz kurz, hast du die Sugarcane-Seemaschine schon gekauft? Ja, ich bin hier dabei am Säen gerade. Bist du schon auf dem neuen Feld? Nee, ich bist schon bin nicht. Auf ich sehe dich nicht. Doch. Auf dem gegruberten Feld bist du nicht. Natürlich, Katze, natürlich. Lauli, du bist auf Feld 18. Auf 11! Du bist nicht auf Feld 11. Natürlich bin ich auf Feld 11. Ich bin auf Feld 18. Ich bin auf Feld 11. Du bist hier nicht. Bist du dumm? Balui, bist du nicht auf dem Feld drunter? Nein, da lasse ich einen Helfer das machen. Ach, der Helfer ist da drunter. Jetzt ploppst du auf einmal auf hier, du Lulutsch. Du bist ein Lulutsch. Oh, hier ist ein Baum aufs Ding gerollt. Nee, aber also ich denke, dass Zoos sehr, sehr wichtig sind. Weil wir einfach sonst wahrscheinlich viele Tiere, die es auf der Welt gibt, verlieren würden. Ja, ich finde halt die Arbeit wichtig, die sie teilweise machen, indem sie diese gefährdeten Spezies halt quasi züchten und dann wieder auswildern. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, wenn das manche Zoos haben ja extra diese Zuchtprogramme, die man da macht, wo man mit vielen anderen Zoos zusammenarbeitet. Das ist was tatsächlich Sinnvolles. Aber die Tiere in mega engen Käfigen zusammenpferchen, nur damit Leute das angucken. Das finde ich schrecklich. Das ist nicht so. Also ich finde Zoos zur kulturellen Weiterbildung nicht so sinnvoll wie Zoos mit Tieren, die halt, ja, wie du es schon sagst, die dafür benutzt werden, dass die Tiere erhalten bleiben, dass es sie weiterhin gibt, damit kurz, sie nicht aussterben. Ist das bei mir gerade verpackt oder ist da vorne schon wieder Unkraut gewachsen? Hier, das ist doch Unkraut, oder? Ja, das wächst neu. Muss aber warten, bis das ganze Feld einmal gewachsen ist. Dann kannst du das entfernen. Glaubst du denn im Ernst, einmal unterflügen würde Unkraut zerstören, oder was? Ja, warst du schon mal im Garten, hast du dann das Unkraut einfach untergebuddelt und hast gedacht, jetzt ist es weg. Lauli, lass mich mal ganz kurz was testen. Kann ich auf das Feld fahren ohne Schonbereifung? Ja. Ja, klar kannst du drauf fahren. Das ist ja nur noch gesät, das ist ja nicht kaputt. Du machst es danach kaputt erst. Wenn es wächst. Das ist halt relativ interessant, weil dann müssten wir, wenn wir die Maschine dafür nicht hätten, die Schonbereifung nämlich wirklich vorher noch, also den Trecker mit Schonbereifung für Sugarrohr nehmen. Ja, also den da musst du ja. Die Maschine, hast du gesagt, ne? Genau, wir kaufen dir die Maschine. Ja.
Boah, das ist aber scheiße hier mit dem Fahrerei, mit dem. Ich glaube, das ist ein Helfer machen. Das ist wie ganz furchtbar penibel, dieser Sugarcane-Kram. Ja, ist er auch. Das ist er auch. Also, Tiere in Käfige stecken, überhaupt gar nicht geil. Ich gehe auch unglaublich ungern in den Zoo, wegen solchen Situationen. Ich gehe gerne hin als soziales Event mit Kollegen oder Freunden, was wir jetzt ja in Leipzig gemacht hatten zum Beispiel. Ich würde auch in die Wilhelma, also in den Stuttgarter Zoo wieder gehen, einfach um wegen der Seehundgeschichte dort, weil die relativ geile Seehundshow haben. Aber das ist ja schon wieder, das geht ja schon wieder mehr Richtung Unterhaltung. Mir geht es da aber eher um das Becken. Also ich sitze nicht dran und geiere die Show, sondern ich setze mich da gerne ins Becken. Das ist nämlich ein sehr, sehr schönes Becken, es ist ein Rundbecken, wo du so in der Mitte platziert bist. Wie haben wir das gesehen? Nee, ne? Wir haben das noch nicht gesehen, aber wir waren ja auch noch nicht so oft da. Ich glaube, wir waren auch zu einer kalten Jahreszeit da. Und ich mag halt einfach Seehundis, muss man dazu sagen. Ne? Ich finde Seehundis richtig, richtig nice. Ich glaube, wir kaufen Katze einen Seehund zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Ich mag Seehunde, also wirklich. Ich mag wirklich Seehunde. Mach mal, wie so ein Seehund macht. Das war mehr wie eine Katze. Mau, 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 mau. Mau, mau, mau. Ich kann das Mau, mau, mau gefunden. Arr, 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 arr. Und dazu noch so klatschen. Okay, das kann ich nicht oft. Nee. Finde ich gut. Aber gut, Seehunde zum Beispiel gibt es ja ohne Ende. Ne? Das ist also da so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, brauchen wir das wirklich? Seehunde. Also wenn ich sie nicht essen darf, dann nicht. Nee, aber also es gibt ja nun mal Tiere, die halt vom Aussterben bedroht sind, die man halt durch solche Organisationen versucht zu retten. Aber jetzt halt nicht unbedingt unsere Seehunde, ne? Beim Pferd. Nee, bei Seehunde eher nicht. Katze entführt beim Pferd. Bereue nichts. Tschüss. Er will sie den Seehunden verfüttern. Auf Wiedersehen, schlechter Witz. Du bist bei Katze gut aufgehoben, ihr gehört zusammen. Ah, schön. Da oben war der Häcksler, ne? Wer blockiert den armen Helfer? Ich. Ist immer Blauli. Wollen wir denn jetzt eigentlich das Geld, was wir haben, die 250.000 sparen für die Erntemaschine von Sugarcane oder was? Dann müssen sie kaufen ein anstelle Mieten? Ein neuer Mähdrescher für Miri? Nein. Hast schon ein neues Feld bekommen? Mähdrescher also für wir Miri? Werden auf jeden Fall den Ernter von der Sugarcane-Maschine entweder kaufen oder wie heißt das? Kaufen oder mieten müssen. Und da ist jetzt halt die Frage, wie viel brauchen wir noch, damit wir ihn kaufen können? Hast du nicht irgendwas um die 350.000 gesagt? Warte. Ja, irgendwie 360, glaube ich, ne? 359.000, kann das sein? Rüben, Mäh, Zuckerrohrtechnik. 350.000. Du könntest ja einfach mal noch so einen Düngeauftrag annehmen. Und dann sind wir alle glücklich. Jetzt wird auch schon wieder Nacht. Mist. Hey. Okay. Miri und ich, also ich finde vor allen Dingen große Zoos schön, ja. Wenn die Tiere auch wirklich ihren Auslauf haben. Wir gibt ja hier in Gelsenkirchen, gibt es den Zoom. Da war ich jetzt zweimal schon drin. Einmal habe ich ja Miris Familie zeigen wollen, weil ihr halt diese Wilhelme habt, die ja auf sehr kleinem Raum versucht wirklich viel unterzubringen. Und im Zoom ist es halt so, dass die richtig eine riesengroße Savanne gebaut haben und so. Wo du von der einen Seite nicht die andere Seite sehen kannst. Das ist halt richtig krass. Und das wollte ich halt Miri einfach mal zeigen. Und ich glaube, es hat ihr gefallen, oder? Das war ziemlich beeindruckend. Ja, war schon cool. Und sowas finde ich dann halt auch ganz cool, wenn man zumindest versucht, den Tieren das so gut wie möglich wieder zu ermöglichen, in ihrer ähnlichen Umgebung leben zu können. Wie wo sie vorher halt untergekommen sind. Ja gut, das ist halt relativ einfach. Da kannst du ja dann die ganzen Tiere, die vorher im Regenwald gelebt haben, einfach auf eine Verkehrsinsel schicken. So ähnlich sieht es da ja momentan auch aus von dem Verbrauch. Hm? Hä? Das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber okay. Okay. Verkehrsinsel, Verbrauch, Tiere? Ah, okay. Blauli ist so unschuldig, ist schon fast knuffig, ne? Ich verstehe es halt wirklich gerade nicht. Aber auf Deutsch formuliert. Okay, dann eben nicht. Miri, hast du den Witz verstanden?
Erklärst du ihn uns, Katze, oder lieber nicht? Der Regenwald wird exzessiv abgeholzt und es sind nur noch überall Erntemaschinen, so gefühlt. Dementsprechend nur noch irgendwelche Autos in der Umgebung und ganz wenig Land. Das war der Witz dahinter, dass man die Tiere aus dem Regenwald auf eine Verkehrsinsel packen sollte. Okay. War eher Kritik. Okay, ja, ja. Ich dachte, wenn man da die ganzen Affen sieht, die drumrum fahren, weiß. Ja, da musst du aber theoretisch dann in auf den die Autobahn. Ich besser. Ja. So, Katze soll einen Düngerauftrag annehmen, sagst du, okay. Ja, aber ansonsten, es gibt halt immer so Tiere, die man sonst nicht sehen kann. Das es gibt ist halt keinen Düngerauftrag. Halt cool. Wie nah kommst du sonst zum Beispiel an eine Giraffe ran? Oder an einen roten Panda, Miri, an einen roten Panda. Oh, der war süß. Wir waren halt im Salzburger Zoo, so nachts. Die hatten da auch nicht so mega viel Platz in dem Zoo. Die hatten das aber auch halt nicht viele Tiere, ehrlich an gesagt. An so einem Waldhang, ja, das stimmt. Ich glaube, du hast auch viel schön von den Gehegen nicht gesehen, weil das ja weit nach hinten ging und man kam ja nur auf einer Straße nach links und rechts quasi durch den Zoo. Das stimmt, ja, die hatten hinten überall so Hänge, wo die Tiere dann halt ja, leben konnten. Das war aber auch eine coole Idee oder ein cooles Konzept von einem Zoo. Ja, weiß ich nicht. Aber sonst sind Zoos... Ich finde immer cool, die Leute, die sich dafür einsetzen und da arbeiten, weil ich glaube, da musst du auch wirklich für geboren sein, dass du daran Spaß hast und dass du das gerne und viel machst soll. Weil gerade im Zoo arbeiten ist, glaube ich, ein sehr undankbarer und gar nicht so gut bezahlter Job. Da musst du halt wirklich von ganzem Herzen mit dabei sein. Sonst wirst du da, glaube ich, nicht glücklich mit. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil reich wirst du definitiv nicht. Muss halt wirklich ein Herz für Tiere haben. Ich weiß nicht mal, ob die Mindestlohn zahlen können bei den Eintrittspreisen, die so ein Zoo nur kostet. Will ja auch keiner halt viel Geld für bezahlen, ne? Oh. Ich war das Objekt. Das, was wir hier haben, ist zum Beispiel ein Wildpark, so, wo du dann Hirsche und Wildschweine und sowas drin hast. Das ist aber, naja, es ist halt ein Wildpark und kein richtiger Zoo. Aber es ist halt auch irgendwas, wo man halt hingehen kann und Tiere aus der Nähe sehen kann, die man sonst nicht sehen kann. Aber wie seht ihr das denn? Findet ihr das okay, dass man Tiere dahin bringt, dass sie... naja, verharmlost werden für den Menschen, sodass man denkt, ach ja, oh süß, der ist ja putzig, der kleine Löwe. Oh. Naja, wenn du halt anfängst, Löwen niedlich zu finden, solltest du vielleicht mal überlegen, ob das Richtige ist, was man dir beigebracht hat. Hä? Also einen Löwen hinter einer Scheunentür, finde ich, also so ein Löwen, nicht hinter einer Scheunentür, aber ein Löwen an und für sich finde ich weit knuffiger, wenn er hinter einer Glasscheibe ist oder hinter einer Absperrung, wo er nicht an mich rankommen könnte, als ein Löwen, der vor mir steht in der Savanne. Eben, die Zoos sagen ja nicht, oh, guck den süßen Löwen, der ist voll harmlos. Ja. Das ist doch nicht das, was Zoos machen, oder? Bei manchen Tieren habe ich das Gefühl schon. Was? Das ist vielleicht das, was ein Zirkus macht, damals, ja, als noch Löwen und sowas erlaubt waren im Zirkus. Sind Löwen nicht mehr erlaubt in Zirkussen? Ich glaube in Deutschland nicht mehr. Glaube nicht, nein. Sind zu sie gefährlich? Nicht. Nee, Tierschutz. So bedroht, ne? Das ist auch kein, das ist ja fürchterlich für so einen Löwen im Zirkus. Immer diese, die leben ja in diesen mega kleinen Käfigen, die mal transportiert werden. Ich wusste nicht, dass man da so weit ist, dass die das verboten hätten. Krass. Also ich weiß, es sind so Tiere wie Löwen und so nicht mehr erlaubt im Zirkus. Also keine Wildtiere sind erlaubt, oder was? Ja. Glaube nicht, ne. Okay, das finde ich gut, aber wusste ich nicht. Also ich... Habe ich echt nicht gewusst. Cool. Es wird halt vor allem auch nicht gern gesehen. Selbst wenn es nicht verboten ist, wenn du als Zirkus dahin gehst, dann finden das schon sehr viele Leute nicht mehr so gut heutzutage, wenn du dann ein großes Tier dabei hast. Gab es da eigentlich früher so Bewegungen gegen, so nach dem Motto, befreit die Tiere aus dem Zirkus und so? Ich denke schon, ne? Ja, natürlich. So sehr habe ich das halt überhaupt gar nicht verfolgt. Ich war in meinem Leben gefühlt auch nie in einem Zirkus. Was war denn das für ein Megaleck? Ich habe Geräte geliehen. Oh. Was für Geräte?
Ich habe Geräte geliehen für einen Auftrag. Die kosten uns jetzt 750 und der Auftrag an und für sich bringt uns 15.000. Machst du was Neues, oder was? Ja, ich muss jetzt ernten. Aha. Eine relativ große Maschine. Feld 9 muss ich ernten. Wo ist denn Feld 9? Ach, das ist doch direkt bei uns. Weiß ich auch nicht. Das ist doch auch wieder nicht das Richtige. Oh Mann, das ist alles nicht richtig, was ich hier mache. Ich wollte die Maschine auffüllen, aber das klappt nicht. Und jetzt wird auch wieder Nacht. Das heißt, Miri hat gleich eine Nachtaufnahme. Immer. Gar nicht immer. Nee, aber mich würde halt mal interessieren, was die Leute dazu sagen. Was denkt ihr zum Thema Zoos? Tierhaltung in Zoos und so? Ist es für euch okay? Ist es für euch scheiße? Findet ihr das blöd? Hättet ihr das gerne anders? Keine Ahnung. Oder findet ihr die Arbeit, die da gemacht wird, gut? Und vor allen Dingen auch, geht ihr selber gerne hin? Oder lieber nicht so? Findet ihr das langweilig? Gibt ja auch Leute, die schon zum 50. meinen, die Wilhelma gehen. Da hätte ich dann wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf. Aber gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Kommt beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Guckt bei Miri vorbei. Da gibt's morgen eine neue Folge. Und bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss.